Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Heute bin ich für euch in Hannover unterwegs bei der IAA Nutzfahrzeuge. Heute erster Pressetag, nur für uns Journalisten da. Also haben wir jede Menge Zeit und Platz hoffentlich auch, um uns ein bisschen umzusehen und ein paar Sachen für euch einzufangen. Der Crafter-Clip ist ja super angekommen bei euch. Ich habe aber auch die Kommentare gelesen, habe verstanden, großes Ehrenwort, ich mache mich über niemanden lustig, bin ein bisschen unbedarft. Ne? Das ist noch nicht so ganz mein Thema. Noch nicht. Und darum sind wir hier, wollen uns ein bisschen umgucken. Ich nehme euch mit. Hinter der Kamera, ihr seht, bin scharf, ne? Alt und scharf. Farben sind klar. Eik Friebe natürlich. Los, komm, Eik. So, jetzt bin ich, wie ihr sehen könnt, am Volvo-Stand. Und der Florian hat sich bereit erklärt, mir hier Rede und Antwort zu stellen. Beziehungsweise eigentlich möchte ich ihn nur reden lassen. Hallo Florian erstmal. Hallo Jan, grüß dich. Ja, jetzt haben wir uns vorgestellt. Und Florian kann uns was zu diesem Monster sagen. Ich habe gesagt, der Polestar ist das quasi. Ist aber nicht wirklich, ne? Ja, das ist nicht ganz so. Wer sich aus dem Pkw-Bereich bei Volvo auskennt, weiß, dass diese Farbe zu Polestar praktisch gehört. Wir haben hier eine eigene Performance Edition aufgesetzt, die einen besonderen Clou hat. Und das ist das Getriebe. Das ist nämlich ein Doppelkupplungsgetriebe. Wir sind der einzige Hersteller, der in schweren Lkw ein Doppelkupplungsgetriebe einsetzt. Und das ist eine ganz fantastische Sache. Wer das schon aus dem Pkw kennt, der wird das hier erst recht zu schätzen wissen, wenn man nämlich ein Doppelkupplungsgetriebe zugkraftunterbrechungsfrei einen Berg hochjagt. Das ist schon ein ganz erhabenes Gefühl. Man muss man sich so vorstellen, dass man wie an einem Gummiband gezogen den Berg hochfährt, ohne dass man diese Schaltvorgänge hat, wo man dann so nach vorne wippt. Also eine ganz fantastische Sache. Und das erzeugt natürlich Geschwindigkeit. Man ist schnell unterwegs und man ist sehr effizient unterwegs. Ich muss mal blöd fragen, aber Automatikgetriebe habt ihr generell schon in den LKWs, ne? Genau. Und das ist jetzt aber Doppelkupplung als quasi nächste Komfortstufe. Exakt. Das ist die nächste Komfortstufe. Also unser normales iShift-Getriebe, so heißt unser automatisiertes Getriebe, das ist schon super. Aber das hier ist nochmal eine Nummer besser. Das iShift Dual Clutch nennen wir das, also Doppelkupplungsgetriebe. Und wie gesagt, man spürt im Grunde genommen keine Schaltvorgänge mehr. Das ist das Fantastische daran. Ja. Deswegen Performance Edition. Und dann kommt noch hinzu, innen drin alles mit Leder ausgestattet. Also für einen Lkw-Fahrer ein Riesentraum, richtig schön mit blauen Nähten abgesetzt. Also Wahnsinn. Ja. Wenn es innen drin schick ist, wollen wir es doch sehen, oder? Lass uns doch mal alle zusammen einsteigen. Drei Leute passen immer locker rein, oder? Genau. Ja, ja. Dann... ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in so einen echten Laster einsteige. Ich bin ja ein bisschen älter als die meisten meiner Zuschauer, habe also noch den alten Lappen, also jetzt nicht mehr, und bin früher 7,5-Tonner gefahren. Auch ganz lustige Geschichte eigentlich. Direkt nach dem Führerschein in so einem Gartenbaubetrieb angefangen und sofort auf einen 7,5-Tonner. Das war schon spannend. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht hier um Leder. Oh, ich finde diese Sitze so toll, die ihr habt. Also die sind ja... Ja, die sind natürlich, das sind Ledersitze, die sind innen belüftet, die sind verschieden verstellbar in alle Richtungen und so weiter. Eigentlich ein Gefühl, wie man es ansonsten in einem Premium-Pkw vielleicht hat. Ja. Also es ist schon was Besonderes. Ich bin ja jetzt so ganz frisch in der Branche. Erklär mal, Volvo ist ja im Pkw-Bereich durchaus mit Premium-Anspruch unterwegs. Gibt es das bei LKWs auch, Premium und nicht Premium? Ja, natürlich. Da gibt es es auch und wir verstehen uns als Premium-Marke und das sieht man eben an vielen Dingen, unter anderem daran, dass wir viele technologische Innovationen haben, die tatsächlich nur wir so im Fernverkehrs- oder im Bereich der schweren Lkw so anbieten können. Ne? Also das ist zum Beispiel das Doppelkupplungsgetriebe, das ist aber auch zum Beispiel unser Volvo Dynamic Steering heißt das. Das ist eine besondere Lenkung, die besonders leichtgängig ist. Fernfahrer lieben das, weil sie damit besonders leicht rangieren können. Wie stelle ich mir das Lenkrad denn hier richtig an? So fahre ich nicht, mit oder? Mit dem linken Bein auf diesen Hebel dort unten etwas drücken und dann einfach runterziehen. Genau, so kann man das zum Beispiel machen. Yeah. Ja. Und wenn man es nur so halb runterpresst, nur so ein bisschen runterpresst, kann man es nochmal verstellen. Hier so ein bisschen. Also, ja, das kann ich jetzt nicht gerade so zeigen. So? Nee, nur so ganz sanft sozusagen antippen. Und dann
kann man das nochmal so verstellen, also in dieser Höhe. Also es ist sehr individuell einstellbar. Das ist für Fernfahrer einfach super. Ja. Nicht nur für Fernfahrer. Ich bin hier gerade so ein bisschen neidisch. Also generell, ich fahre ja höchstens mal ein SUV, ne, oder ein Pickup. Da sitzt man ja ein bisschen höher, aber das ist hier schon eine ganz andere Nummer. Ne? Ja, genau. Ach, guck mal an, Fernseher habe ich hier auch. Ja, das ist natürlich für Fahrer, die den ganzen Tag, die ganze Woche, manchmal zwei Wochen, komplett hier drin wohnen, ist das natürlich fantastisch, weil sie einen Fernseher auch haben. Sie haben ein super Soundsystem hier drin. Es ist ein großes, sehr bequemes Bett hier drin. Also man kann hier sehr, sehr gut wohnen. Es gibt Standklimaanlagen, die sind hier integriert. Unser iPark Cool heißt es. Also das ist schon heute sehr, sehr, sehr komfortabel, wenn man damit unterwegs ist. Also ich bin auf jeden Fall angefixt. Aber der darf nicht während der Fahrt benutzt werden hier, ne? Nein, das natürlich unterbindet nicht. Ihr, nein, oder? Nein, das kann man ja auch kaum sehen, wenn man da sitzt. Es ist eigentlich gedacht, dass man auf dem Beifahrersitz sitzt. Den kann man auch nochmal umdrehen. Ja? Ich kann das jetzt gerade nicht demonstrieren, weil es mit der Kamera hier schwierig wird. Aber dann kann man hier im Grunde genommen sitzen, wie zu Hause im Sofa und kann Fernsehen schauen. Das ist natürlich sehr bequem. Ich muss mal ganz kurz fragen, Ike, das ist cool, oder? Definitiv. Ja. Das ist echt, das ist hier, selbst hier, es ist alles Leder. Du musst wissen, wenn ich meine Reviews mache über die Autos, dann mache ich als erstes Materialcheck halt. Ne? Wo ist Hartplastik und so? Hier, Hartplastik. Und hier wäre ich jetzt sehr verzückt. Oh, Leder. Und hier auch. Ich glaube es gar nicht. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Das ist kein Showfahrzeug, sondern es ist im Prinzip eine Sonderausstattung eurer Serienfahrzeuge. Und was kostet das jetzt, wenn ich dieses Leder hier habe? Also, ich meine, vielleicht der eine oder andere Berufskraftfahrer würde gerne wissen, ne, was kostet das, wenn Fatih jetzt hier in Leder fahren will? Ne? Ja, ja. Das ist in unserer Performance Edition ist das ab Werk serienmäßig. Also in der Performance Edition ist das automatisch mit eingebaut. Ebenso wie das Doppelkupplungsgetriebe, das hier drin ist. Also das ist ein richtiges, wie der Name schon sagt, ein echtes Performance-Auto. Okay. Man kann das sehen, diese schönen blauen Nähte hier am Leder. Das ist, bietet ansonsten sicherlich niemand so an ab Werk. Und hier ist das sozusagen all-inclusive. Jetzt bin ich Trucker. Mal angenommen, ich wäre einer, ne? Und sage hier mein Spediteur, was sind denn hier die Argumente, dass der Spediteur mir jetzt ein Auto hier kauft? Also wir kennen es so von vielen Kunden, die gute, zuverlässige Fahrer haben, denen wollen die auch was Gutes tun. Ja? Ah. Und dann darf der Fahrer auch sagen, Mensch Chef, jetzt habe ich jahrelang treue Dienste geleistet, hab immer alles gemacht, was ich machen sollte und okay, das auch noch sehr, sehr gut. Dann sind Chefs natürlich bereit zu sagen, pass auf, such dir ein tolles Fahrzeug aus. Und dann kann man natürlich sagen, hier die Performance Edition von Volvo. Da freuen wir uns dann natürlich auch drüber. Okay. Also ich weiß nicht, wie es bei euch läuft. Ich kann euch nur sagen, riecht gut, ich sitze gut und fahren kann ich das Ungetüm leider nicht. Aber das ist schon ganz nett hier. Aber jetzt mal, das hier ist ja der Polestar, habe ich verstanden. Aber ich fühle mich ein bisschen auf den Arm genommen, weil daneben stand noch was in Weiß. Das sah noch ein bisschen sportlicher aus. Wollen wir uns das auch noch mal kurz angucken? Du sagst ein paar Worte dazu. Ja, klar, das ist unser Iron Knight. Der hat gerade Beschleunigungsrennen gewonnen und das ist gerade unser Super Baby hier sozusagen auf dem Stand. Ja, dann ab. Aber ich wollte gerade sagen, ich springe mal eben raus. Ich kletter mal langsam und gemütlich raus hier. Scheiße, ist das hoch. Kannst du das mal bitte mitfilmen, Ike, wenn das irgendwie geht? Also nicht, wie ich hier runterkletter, das ist nicht so sexy, aber wie weit das hier runter geht, wie das von hier oben aussieht, wenn man aussteigt. Genau, und einfach da gibt es noch einen Platz, wo man halten. Und da segelt auch schon wieder die Funkstrecke. Aber hier bin ich eben drunter und auch hoch. Das ist mal was anderes. Und jetzt The Iron Knight. Ne? Da wird ein Schuh draus, aber natürlich weiß ich wieder von gar nichts drum. Frage an Florian, den habt ihr tiefer gelegt, oder was? Ja, das ist sozusagen ein richtiger Racetruck für ein Beschleunigungsrennen. Also kein Rennen, das man sozusagen zum Beispiel auf dem Nürburgring durchführen würde. Aber hier ging es uns darum zu zeigen,
dass dieser Truck auch ausgestattet mit einem Doppelkupplungsgetriebe eben im Bereich Beschleunigungsfahrten der schnellste in der Welt ist. Und das hat er unter Beweis gestellt jetzt vor 4 Wochen. Okay, und warum ist er so tief auf der Straße? Aerodynamische Gründe oder? Ja, das hat natürlich aerodynamische Gründe. Der Motor ist ja normalerweise bei unseren LKW direkt unter der Kabine. Hier ist er hinter die Kabine versetzt worden, sodass die Kabine selbst weiter nach unten gesetzt werden konnte. Hinter der Kabine? Ja, würde ich sagen, der sieht genauso aus wie der Motor in meinem Corsa. Ne? 1,4 Liter Hubraum, 45 PS. Nicht ganz, oder? Nicht ganz. Das ist unser D13-Motor. D13 steht für 13 Liter, hat er an Hubraum. Also das ist schon ordentlich. Normalerweise realisieren wir damit... Corsa 1,4 Liter, da 13 Liter. Entschuldige. Okay. Normalerweise realisieren wir damit in unserem Fernverkehr LKW so etwa 460, 500 PS. Dieser ist jetzt etwas erweitert worden auf 2400 PS. Ich mag, wie du etwas sagst. Ja, genau. Also der hat so richtig Wumms. Und das Fantastische daran ist, dass er eben gekoppelt ist mit unserem Doppelkupplungsgetriebe und das auch in Serienausstattung hier sozusagen eingesetzt ist. Und ja, da kann man sehen, was dieses Doppelkupplungsgetriebe tatsächlich aushält. Denn man kann sich vorstellen, da steht eine ganze Menge an Drehmoment dahinter, die so ein Getriebe und die Kupplung natürlich aushalten muss. Das zeigen wir hier auch. Weißt du, wie schwer das Ding ist? Oh, wie schwer? Der Motor jetzt? Nee, der ganze Truck. Mehr als 7,5 Tonnen? Ich frage nur so. Nicht 7,5 Tonnen, ich glaube 5 Tonnen. Aber da müsste ich nochmal genauer nachschauen. Aber ich glaube, wir liegen bei etwa 5 Tonnen. Ja. Machen wir ganz einfach. Besorgst ein paar rote Nummern. Komme ich vorbei, dann darf ich ihn ja fahren, oder? Das, ja. Das könnten wir vielleicht durchaus mal realisieren. Ja? Also kein Problem. Schön wäre es in der Tat. Meine Zuschauerfrage an dieser Stelle mal, es interessiert mich einfach, für die Rennsportbegeisterten unter euch, guckt ihr Truckrennen? Also egal, ob nun gerade Strecke, Beschleunigungsrennen oder Rundkurs, möchte ich einmal wissen, irgendjemand hier von euch, der Truckrennsport guckt? Ich bedanke mich bei dir, Florian. Vielen Dank, Jan. Und wir gucken mal weiter. Wunderbar. Ciao. Ich gestehe, wir sind gar nicht weit gekommen. Nur einen Stand weiter sind wir gekommen und stehen jetzt bei Renault Trucks. Neben mir Nicole. Hallo und herzlich willkommen bei Renault Trucks. Ja, wir sind jetzt hier bei uns auf unserem wunderschönen Stand. Und ich möchte wissen, was ist das für ein Ding? Und du musst wissen, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit LKWs. Ich freue mich, weil dieses klassische Klischee-Denken heben wir ja gerade auf. Zierliche junge Frau, dicker alter Mann. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Du kennst dich aber aus und hast mir erzählt, du hast sogar einen Führerschein, einen LKW-Führerschein. Ja, das ist richtig, ja. Wir sind hier so kompetent aufgehoben und bitte, gib Gas. Genau, also wir stehen jetzt hier vor unserem T-Hai. Das ist unser größtes Fahrerhaus, das wir haben, Renault Trucks T-Hai. Und hier in der Sonderedition High Edition, was das genau beinhaltet, können wir uns mal im Genaueren anschauen. Ja, zeig mal. Genau. Also erstmal T-Hai erkennt man schon daran, dass hier nochmal ein Stück ist. Deswegen kriegen wir einen komplett ebenen Fahrerhausboden. Ah. Diese Edition ist jetzt eine Sonderedition zur IAA. Deswegen hier die Carbon-Optik, die roten Highlights, der schwarze Lack. Und natürlich auch hier lackiert. Ein kleines Highlight von unseren Fahrzeugen ist, dass wenn ich jetzt meine Frontscheibe putzen will, mache ich einfach so und habe eine Leiter und komme auch mit meinen High Heels einfach ganz schnell hier oben hin und kann putzen. So ist das bei uns. Alles praktisch gedacht. Was ich, nicht wehtun. So, alles praktisch gedacht. Aber am interessantesten sind die Fahrzeuge innen drin. Ich bin, mach mal weiter. Ich bin überhaupt nicht sprachlos oder so. Ich bin ja Profi. Hast du gut gemacht. Also. Ja, war was denkst du denn, wie viel PS der hat? Jetzt. Wie viel PS hat dein Auto? Bloßgestellt. Ich fahre einen Opel Corsa B, 45 PS. Also ganz, ganz rund. Ich vermute mal, ich sag mal so, was hat er denn eben gesagt? 2600 hat okay, der? Nee, das war ja der Performance. 500 PS. Ja, 520. Gut dran. Super.
Ich kenne mich aus, ich bin vorbereitet. Aber mich interessiert natürlich, wie sieht es da drin aus? Wir waren ja vorhin schon bei Volvo. Das ist eure Schwestermarke, oder? Ja, also wir gehören seit 2001 zur Volvo-Gruppe, aber sind quasi hier als selbstständige Marke Renault Trucks. Ja, ja, das habe ich verstanden. Nur so eine gewisse Nähe gibt es. Ja, natürlich. Ja, ich saß vorhin auf dem Fahrersitz, aber ich fühle mich so inkompetent jetzt hier neben dir. Ich würde dich bitten, auf dem Fahrersitz mal Platz zu nehmen. Na klar. Und ich gucke mir das an. Gehen wir mal rein. Wir gucken uns das an, wie Nicole das macht. So, kommt mal mit. So, mal eben einsteigen. Für mich alten Mann. Und ja, ich weiß, ich kann hier überall anfassen. Aber das wird hier nichts mit mir. Andauernd rein und raus und hoch und runter. So. Das Bett ist bequem. Ja. Also so im Fahrerhaus, da lebt der Fahrer quasi. Das ist, darum ist es so wichtig, dass es gut ausgestattet ist und einen hohen Komfort hat. Wir haben hier bei uns, also jetzt ist es ja wieder diese High Edition, also die besondere Edition, aber wir haben in unserem T-High immer unsere Recaro-Sitze drin. Mhm. Die sind belüftet, der hier ist jetzt belüftet, beheizt, hat diese roten Abnäher drin und den roten Gurt. Der ist bei uns immer drin, der rote Gurt, weil natürlich Renault Trucks ist rot. Okay. Genau. Du sitzt jetzt auf dem Bett. Das ist bequem, kann ich sagen. Das kann man auch noch ausziehen, dann ist es ein bisschen größer. Und wenn du mal nach da hinten guckst, da ist eine Hängematte quasi, also wir nennen es Relax-Matte. Das hier? Ja, wenn du mal den Rucksack weg ist, kannst du dich da auch richtig schön reinlegen. Wie reinlegen? Verstehe ich nicht. Na, leg dich doch da einfach rein. Achso, ja. Dann darf ich hier... Siehst du, da ist ein Fernseher, kannst du gucken. Okay, so machen wir weiter. Eik da. Genau, ist das, super, oder? Das ist echt cool. Das ist auch... Du kannst dann auch noch dein Licht runterdimmen schön. Und wieder hoch. Und, live von der IA-Nutzfahrzeuge. Jan Leitzmann schläft ein. Machen wir jetzt mal weg. Naja, du musst denken, wenn du den ganzen Tag gefahren bist und so, dann bist du schon ein bisschen platt und dann wirst du dich natürlich auch wohin legen und dich bequem machen und das ist natürlich optimal. Ja, aber kannst du das nochmal einfangen? Das Konzept finde ich pfiffig. Das ist ja eigentlich hier so lose. Da dachte ich eben, was will sie denn mit Hängematte? Aber wenn ich mein zartes Hinterteil hierauf ablege, hält das natürlich und dann hält es auch mich, wie ich mich hier anlehne. Das ist schön. Cool. Clever. Gerne. Dann, wenn du dann gerade so im Relaxen bist, können wir auch noch mal unser Licht ein bisschen drunter machen und unser rotes Licht anschalten. Sekundasche. Schätz mal, warum das rot ist. Ja, weil es beruhigt, ne? Rot. Ja, und es ist auch so, dass du rot, wenn es dunkel ist und du hast das rote Licht an und du musst es dir vorstellen, du fährst jetzt und es ist Nacht, dann siehst du mit rotem Licht, also dieses rote Licht verhindert nicht, dass du quasi draußen die Straße siehst. Bei anderen Lichthöhen könnte das so ein bisschen das Auge stören. Ah, okay. Und natürlich, rot hast du schon gelernt, ne? Ist Renault Trucks. Deswegen. Ja, habe ich gelernt. Genau. Mach mal wieder das Licht an. Mhm. Ja, den Sitz, den Beifahrersitz kann man drehen. Da sitzt Eik gerade drauf, da der ist gedreht. Genau. Und ist bequem, Moment, ist bequem, Eik? Super. Ja, gut. Entschuldige. Genau, und den kannst du drehen und hinter dir ist ein Tisch, den kannst du dann ausklappen, wenn du auf Push drückst. Achso, jetzt muss ich hier aber... Genau. Push. Genau. Runter machen, hier ablegen und dann kannst du jetzt hier noch ziehen. Du musst dir vorstellen, du sitzt jetzt da, ne? Da musst du zeigen, guck mal hier mit... Da kannst du hier dein Tellerchen rausholen und kannst du schön festbauen. Gut, ne? Ich finde das schon ein bisschen geil hier, aber ich tu natürlich total professionell. Ja, ist ganz okay. Hm. Ja. Hm. Das ist cool. Und jetzt einfach wieder hoch und dann... Ja. Also. Und wenn du auf deiner Hängematte liegst, hast du da auch eine Fernbedienung, wo du alles einstellen kannst. Also den Radio, das Licht, die Temperatur, die jetzt Scheiben. Sag nicht, dass hier ist eine Mikrowelle. Klar. Klar. Was denkst du denn? Beleuchtete Fächer? Ja. Ich glaube, ich habe das Licht wieder ausgemacht. War ich das? Und was ganz wichtig ist, das Licht machst du hier an. Ah. Und was ganz wichtig ist, der Boden ist komplett eben. Stimmt. Da ist keine... Ja. Kein Motortunnel. Ja. Das ist auch was Besonderes. Das war diese extra Höhe, die du mir vorhin gezeigt hast, ne? Die haben wir hier nicht. Die ist komplett eben. Also wenn du bist ein bisschen größer wie ich, du kannst hier, stell dich mal hin. Oh, du kannst auch noch ein bisschen wachsen und dann stößt du dich nicht in den Kopf. Und du kannst hier direkt rüber gehen. Ist praktisch, nicht nur ne? kompetent, sondern auch noch lustig. Ne? Ein bisschen wachsen kannst du noch. Ja.
gutes Kind. Könnte dein Vater sein. Nur es weiter jetzt hier. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu, das ist unsere elektronische Parkbremse. Die hilft dir quasi, wenn du anfahren möchtest oder wenn du an der Ampel stehst und du hast so einen riesen Zug hinten hängen, dann machst du die einfach rein. Wir haben jetzt den Motor nicht an, ne? Aber dann normal würde jetzt hier ein rotes Licht angehen und danach musst du einfach nur noch mit deinem Gas ein bisschen antupsen und dann fährt's los. Okay. Das ist sehr hilfreich. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Glaube ich. Dann, was Sie wir auch Bescheid. Noch haben, du fährst natürlich so im LKW, hast du so deine zwei Geschwindigkeiten für die Autobahn und für die Landstraße. Und kannst du hier praktischerweise mit S1, Schnelligkeit 1 und S2 wunderbar einprogrammieren und musst dann quasi nur noch so und so machen und hast du alle schon an deinem Platz. Ja. Genau. Das sind so die groben Dinge. Du hast natürlich dein Navi, ganz normal, wie auch im PKW. Du kannst das Lenkrad natürlich verstellen. Nach oben, wenn du zum Beispiel aussteigen willst, damit du deine Füße nicht hinhaust. Und nach unten. Genau. Du kannst dein Telefon annehmen. Das sind so die ganz normalen Sachen, die wir haben. Und wenn du jetzt sagst, die Knöpfe hier, die gefallen mir da nicht, haben wir auch noch eine Lösung. Du musst einfach nur hier reindrücken. Ich muss mal gucken. So. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, ist oder nicht? Und dann kannst du einfach deine Knöpfe versetzen, wie du die haben willst. Das ist praktisch, ne? So, jetzt habe ich gerade zugemacht. Das war nix. Und wieder auf. Kannst du auch von hier machen. Ich fühle mich gerade wie versteckte Kamera. Aber ist alles cool, ja. Finde ich. Warum? Ja, weil es so cool ist. Ich könnte hier total ausrasten. Ne? Ja, oh nee, mach nochmal. Ich meine, ist das nicht cool? Du willst die Knöpfe da nicht haben, packst den Slot tiefer. Also siehst du, ich kann nicht mehr sprechen. Nein, es ist schon ziemlich cool. Das kennst du, oder? Das Fahrtenschreiber. Ja, mal, ne? Sehr gut. Hast du schon was gelernt, ja? Zweites Lob heute gekriegt. Nee, so ist unser LKW. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin begeistert. Kann man drin wohnen, ne? Ja, das auch. Also, ja, das ist auch so was, wofür Renault Trucks steht, dass der Fahrer quasi auch an Bord Komfort hat, dass er sich wohlfühlt, dass er einen ebenen Boden hat, dass er auch mal gemütlich seine Mahlzeit einnehmen kann. Das sind Dinge, die sind wichtig, wenn du die ganze Zeit in dem LKW unterwegs bist. Nee, das glaube ich. Ich bin wirklich geflasht. Also ich habe wirklich das letzte Mal vor was weiß ich wie Jahren im LKW gesessen, das war auch nur ein 7,5-Tonner. Und jetzt sitzt du hier drin und das ist wie so ein bisschen wie Star Wars. Ne? Hier so Raumschiff, Konsole, ich habe alles Mögliche. Und den Platz, den man hier hat, hätte ich nie gedacht, das wäre alles so ein bisschen, ne, mit kompakt und musste tausend, aber hier mit dem Tisch und Mikrowelle. Ich raste aus, Mikrowelle. Unter dir ist auch noch ein Kühlschrank, übrigens. Den kann man ausziehen. Ja. Gut, liebe Zuschauer, mich würde ja mal interessieren, Punkt A soll ich Nicole nicht einstellen, dass die uns jetzt mal LKWs vorführt. Punkt 2, generell LKWs, ist schon cool irgendwie. Ne? Wollt ihr mehr sehen oder eher nicht? Sagt mal unten in den Kommentaren Bescheid, was ihr davon denkt. Ich bin gerade so ein bisschen angetan. Also ich lasse mir das nicht anmerken, ihr merkt es ja selber. Aber ich bedanke mich erstmal ganz, ganz sehr herzlich gerne bei dir für die tolle Demonstration und du hast meinen vollen Respekt. Also die hat einen LKW-Führerschein, ich nicht. Also da müssen wir noch ändern. Aber Dankeschön. Gerne. Hast du gut gemacht. Prima. Ich jammer ja immer so viel, ne? Aber jetzt bin ich ein bisschen glücklicher hier auf der IA-Nutzfahrzeuge, denn ich habe einen Plan B. Wenn es bei YouTube dann doch nicht mehr so läuft, ich werde ja immer dicker, habt ihr mitbekommen. Und es werden auch immer weniger Haare, da oben sehe ich ja auch alles. Also werde ich einfach Michelin-Männchen. Jetzt bin ich am Stand von ZF, Deutschlands größtem Acrylhersteller. Nein, ich mache nur Spaß. ZF, wisst ihr, Getriebe, unter anderem das PDK von Porsche ist von ZF. Die machen auch im Nutzfahrzeugbereich eine ganze Menge und haben hier ihren Acryltruck hingestellt, um die neuesten Technologien vorzustellen. Und wenn ihr genau da oben hinguckt, den kennt ihr, das ist Björn Habiger. Und da hinten so ein bisschen versteckt, das ist der Jens Stratmann. Die sitzen schon da und wir gucken uns zusammen jetzt mal an, was hier ZF macht. Ja, ich habe nicht viel weniger gesehen als die Zukunft eigentlich des Trucks. Die Zukunft ist auf jeden Fall etwas sicherer als bisher, denn was man heute eigentlich im Auto schon gewohnt ist, nämlich Spurhalteassistenten, Abstandstempomaten, das waren alles Sachen, die bisher in den Trucks nicht so möglich waren, weil wir einfach viel zu hoch sitzen. In dem Zukunftstruck von ZF sehen wir aber ein System, das Ganze ist tiefer eingebaut und damit lässt sich dann auch ein Notbremsassistent, ein Spurhalteassistent aktiv
realisieren. Und ganz besonders wichtig, die nennen das Evasive Maneuver Assist. Was ist das? Es ist ein Ausweichassistent beim im Notfall, im Notbremsen. Also man stellt sich einfach vor, man kommt über eine Kuppe, Stau, dann gehst du voll in die Klötze, aber von hinten schieben 40 Tonnen und dann könnte es sein, dass die Spur nicht ausreicht. Und dann siehst du, links oder rechts ist frei und bestimmst als Fahrer, wir weichen nach rechts oder wir weichen nach links aus und der Truck übernimmt den Rest der Regelung. Der sorgt dafür, dass das ganze Gerät ausweicht und dabei weiterhin komplett kontrollierbar bleibt und maximal verzögert. Ich habe ja so eine alte GFK-Vergangenheit und jetzt laufe ich so über diesen Acryltruck und da sehe ich was, das sieht aus wie GFK. Gerd, was ist das? Das ist ein Vierpunktlenker, den wir statt Aluminium oder Stahl aus GFK gemacht haben. Und zur Verstärkung ist da nochmal eine Carbonschicht drüber? Genau, damit er auch wirklich funktioniert. Durch dieses Bauteil können wir deutlich nochmal Gewicht einsparen gegenüber der ursprünglichen Lösung und so halt nochmal die Effizienz, die Transporteffizienz von einem LKW deutlich verbessern. Ein Highlight hier am Stand von ZF ist dieses Ungetüm. Und da ich ja völlig unbedarft bin, was Nutzfahrzeuge angeht und eigentlich auch überhaupt keine Ahnung habe, habe ich mir einen Fachmann dazu geholt. Das mache ich jetzt immer so. Und der Fachmann heißt Gerhard, du bist Ingenieur bei ZF. Genau. Wusste ich. Und der Gerhard wird uns freundlicherweise mal erhellen, was hier an dieser Achse so besonders ist. Das ist eine elektrische Busportalachse. Das ist eine angetriebene Achse, die beim Bus hinten drin eingebaut ist, um die Hinterräder anzutreiben. Und im Gegensatz zu den konventionellen Achsen haben wir hier direkt einen Elektromotor eingebaut. Das heißt, wir können jetzt hier ein kompaktes Aggregat dann darstellen, um rechts und links dann den Bus anzutreiben. So. Was wir allerdings gemacht haben, ist jetzt nicht nur Busse anzutreiben, damit sind wir bereits in Serie, sondern können dabei beispielsweise auch LKWs antreiben. Das heißt, LKW jetzt nicht ein kleiner LKW, sondern durchaus große LKWs? Im Moment so bis 20 Tonnen ungefähr, ein bisschen mehr. Und da können wir dann auch genug Antriebsleistung auf die Straße bringen, um diese Fahrzeuge dann in Zukunft zu elektrifizieren. Und, aber jetzt nicht, dass die auf der Autobahn elektrisch fahren, sondern es ist schon für den Stadtverkehr dann gedacht, oder? Genau, insbesondere der Verteilerverkehr. Es gibt im Moment viele Städte, die darüber diskutieren, in Zukunft nur noch elektrische Fahrzeuge im Innenstadtbereich zuzulassen. Und genau dafür ist so eine Lösung dann gedacht. Und das habt ihr jetzt ja hier so aufgebaut, ne? Aber das funktioniert auch, habe ich auch verstanden. Ja. Ist es in Serien fertig jetzt schon, oder? Im Bus sind wir in Serie. Und im LKW haben wir jetzt erste Prototypen aufgebaut. Okay. Und auf der Straße sehen wir die Achse dann? Also wir ja eh nicht, aber wann erwarten wir dann die ersten Serienmodelle? Ah, das ist im Moment schwierig zu sagen, weil das auch die Entscheidung des Fahrzeugherstellers dann ist, wann er es einsetzen will. Aber Elektrifizierung ist für euch auch generell ein großes Thema. Ihr pusht das richtig im Nutzfahrzeugebereich, richtig? Genau. Wir pushen es eigentlich in allen Bereichen, sowohl im PKW, wo wir jetzt auch schon in Serienentwicklung für einzelne OEMs sind, aber natürlich auch im Nutzfahrzeug oder auch im Agrarbereich. Agrarbereich, ja, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Nur nochmal zum Verständnis, manche fragen sich ja ZF, wir sind nicht beim ZDF, wir sind bei ZF. Du hast ja das Logo hier auch schön auf dem T-Shirt. Wie möchtest du denn als ZF-Mitarbeiter wahrgenommen werden? Ich sage ja immer, ihr macht das PDK von Porsche. Zack, das ist für mich gegessen, ihr macht Getriebe. Ja. Aber ihr macht ja noch eine ganze Menge mehr, gerade auch im Nutzfahrzeugbereich. Kannst du deine persönlichen Highlights einmal den Zuschauern erklären oder was ihr so macht sonst? Wir sorgen eigentlich dafür, dass ein Auto fahren kann. Das heißt, wir haben unsere Kompetenzen genau unter der Karosserie und können dafür sorgen, dass das Fahrzeug angetrieben wird, und zwar effizient angetrieben wird und auch sicher auf der Straße bleibt. Das heißt, wir sind eigentlich in allen Bereichen im Auto, wo man leider normalerweise nicht hinsieht. Also jetzt muss ich mal überlegen, welchen Hersteller ich mir rauspicke. Sagen wir mal ein Saab. Ne? Saab ist immer gut, über die können wir jetzt reden. Also ein Saab verkauft das Auto oder hat verkauft das Auto, aber innen drin war dann möglicherweise ganz viele Komponenten von euch, die man nicht sieht und die auch erstmal so gar nicht kommuniziert werden, richtig? Genau, da waren dann Getriebe von uns drin. Habt ihr sogar gemacht, Saab? Ja, genau. Okay. Da waren Automatgetriebe von uns drin, da waren Lenkungen, Achsen drin und noch einige Teile mehr. Gut, eine Abschlussfrage noch, weil ich ihn gerade hier habe, ist klar. Ne? ihr habt da vorne auch Getriebe aufgebaut. Getriebe sind ja schon eure Kernkompetenz. Kann man das so sagen? Eine unserer Kernkompetenzen, nach wie vor. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen so einem Porsche PDK meinetwegen und so einem LKW-Getriebe, was ich hier sehe?
Das Porsche PDK ist ein sogenanntes Doppelkupplungsgetriebe, basiert auf einem automatisierten Handschaltgetriebe, wo ich zwei Vorgelegegetriebe ineinander reinbaue. Das funktioniert relativ gut bei Sportwagen. Wir haben das natürlich auch insbesondere für Nutzfahrzeuge, weil die meisten Nutzfahrzeuggetriebe auch auf Vorgelegegetrieben basieren, untersucht, haben aber festgestellt, dass diese ganz klassische Planetengetriebebauweise insbesondere im Nutzfahrzeug nach wie vor ihre Berechtigung und an ein paar Stellen sogar massive Vorteile hat. Und die Vorteile sind? Klein, leicht, kostengünstig, sehr guter Wirkungsgrad und natürlich komfortabel. Okay. Ja, bedanke ich mich bei dir. Und wir gucken uns weiter um und lernen weiter fleißig. Fleißig weiter. So. King of the Road, das ist ja ganz klar, ein LKW-Fahrer. Aber was mich hier fasziniert und die Berufskraftfahrer unter euch, bitte seht es mir nach, dass ich hier rumspringe wie so ein kleines Kind bei Weihnachten oder zu Weihnachten. Aber mich fasziniert das, aus der PKW-Branche kenne ich das ja. Das ist jetzt hier der Scania-Shop auf der Messe und die haben alles Mögliche, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Also hier noch so ein schicker Kaffeebecher oder Kappen, jede Menge Kappen, aber es kommt noch besser. Komm mal mit. Hier so eine Gürtelschnalle. Würde ich ehrlich gesagt tragen, weil es sieht irgendwie, ich finde es ziemlich cool. Und da können sich die Trucker halt auch mit dem ganzen Kram eindecken, den sie so cool finden von ihrer Lieblingsmarke. Es gibt sogar Bluetooth-Kopfhörer von Scania. Finde ich klasse. Jetzt sind wir wieder in Gefilden, wo ich mich so ein bisschen wenigstens auskenne. Beim Crafter habt ihr mich ja auch ein bisschen kritisiert. Ich sollte das Ganze ein bisschen ernster nehmen. Und weil ich ja ernst so schlecht kann, habe ich mir jemand dazu gebeten, der zumindest ernsthaft sich mit dieser ganzen Materie auseinandergesetzt hat. Und ich erstarre so ein bisschen, weil ich habe nicht jeden Tag was mit dem Vorstand zu tun. Herr Ludanek ist Entwicklungsvorstand bei den Volkswagen Nutzfahrzeuge, aber ich habe auch gelernt, wir sind hier alle ein bisschen lockerer und ich versuche mich jetzt auch ein bisschen locker zu machen und sag mal, Harald. Ja, gerne. Ich zitter so ein bisschen, aber Harald, ihr habt den E-Crafter heute vorgestellt. Ja. Crafter habe ich gesehen, fand ich schon schick, muss ja jetzt immer so ein bisschen objektiv sein, sieht schon ganz gut aus. E-Crafter interessiert mich natürlich. Jetzt werden wir elektrisch. Ja, wir fahren elektrisch. Was kann er denn? Ja, zunächst mal, wenn es um die reinen Fakten und Daten geht, der hat eine 43 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie. Mhm. Und damit hat er eine Reichweite von 206 Kilometer. Und wir haben Studien, die belegen, dass gerade im innerstädtischen Lieferverkehr man so, ja, ich sag mal, pro Tag zwischen 60 und 120 Kilometer fährt im Auslieferungsverkehr. Also damit ist er gut ausgestückt. Und ich glaube, die Angst zu haben, dass man seine Route und seine Auslieferung nicht schafft am Tag, die können wir den Kunden nehmen. Ganz im Gegenteil, er kann vielleicht auch noch in die Vororte fahren und vielleicht auch mal im ländlichen Gebiet einen Abstecher machen. Dann muss man sagen, er ist ausgestattet mit zwei Lademöglichkeiten. Einerseits mit einer Powerladung, 40 kW, dann schafft man die Batterie in 45 Minuten wieder aufzuladen. Oder aber man hat im schlimmsten Fall einen Haushaltsanschluss mit 16 Ampere, was Sie von zu Hause her kennen. Dann schaffen Sie das über 4 Stunden und das ist die typische Zeit, auch mal über Nacht dann wieder aufzuladen und am nächsten Tag seine Arbeit zu beginnen. Ja, und ich glaube damit und mit dem Elektromotor mit 100 kW, 290 Newtonmeter. Und jeder weiß, ein Elektromotor hat eine ganz andere Charakteristik als ein Verbrennungsmotor. Ja, in der Tat, ja. Vom Start ab hat er quasi die volle Power. Mhm. Jeder kennt es von seiner Bohrmaschine zu Hause, das Drehmoment liegt gleich von null an, hat eine extrem gute Spurtfreudigkeit und ich verspreche Ihnen im Stadtverkehr, wenn Sie da mal eine Lücke im fließenden Verkehr erhaschen wollen, da ist er natürlich der Schnellste und wird der Sieger sein. Also fangen die Kurierfahrer an, jetzt noch wilder zu fahren, ja? Das wollen wir mal nicht hoffen. Ja. Aber kleine Spitze muss erlaubt sein. Ich war auf der CES, da gab es eine große Keynote von den PKW-Kollegen, so New Volkswagen, wir werden jetzt elektrisch. Und ich fragte mal, ja, wann kommt es denn? Und zack, ihr Nutzfahrzeug, Leute, seid zuerst da, oder? Ja, wir sind natürlich auch getrieben von unseren Kunden. Und denken Sie mal dran, viele Städte haben heute Einfuhrverbote, Umweltzonen oder auch Nachtausfahrverbote, einfach um den Lebensstandard in den Städten zu erhöhen, um geräuscharm die Nachts zu gestalten oder auch emissionsfrei lokal bestimmte Zonen zu schützen, um Lebensqualität zu verbessern. Und für diese innerstädtischen Lieferverkehre und mit den steigenden Internetkäufen, die wir erleben, brauchen wir auch eine Antwort, wie wir mit einem solchen Konzept quasi darauf begegnen. Wann kann ich denn bestellen?
Also wir werden relativ schnell sein und der Dr. Scholz hat es natürlich auch gesagt und damit hat er mich natürlich auch ein bisschen herausgefordert. Wir werden im nächsten Jahr das Auto schon in Kundenhand geben. Wir werden mit den Kunden das Auto dann auch noch begleitend betreiben und wir werden es wirklich dann auch sichtbar in den städtischen Lieferverkehr haben. Wenn ich die Front habe ich mir eben angeguckt, da greift ja aber schon die E-Gestaltungsphilosophie der PKWs mit auf, ne? Mit dem Winkel unten, Tagfahrlicht. Das ist also, kommt schon alles aus einem Guss. Ne? Ja, wir wollen ihn natürlich auch ein bisschen attraktiv machen und schön machen und auch erkennbar machen, dass es ein leises Fahrzeug ist und ein umweltfreundliches Fahrzeug ist. Ist denn Plug-in-Hybrid, ist das ein Thema für Volkswagen-Nutzfahrzeuge oder sagt man, zweite Aggregat brauchen wir nicht, wir haben ja jetzt ein richtiges E-Fahrzeug und da wollen wir uns drauf konzentrieren? Nein, Sie werden auch Anwendungsfälle haben. Denken Sie mal an viele Handwerksbetriebe oder andere Anwendungen, die auch über Land fahren müssen, aber dann auch in die Umweltzonen hineinfahren müssen. Die brauchen beides. Und ein Plug-in-Hybrid, der kann eben auch beides. Der kann lange das Strecken fahren, der kann aber auch umweltfreundlich die 50 Kilometer in Stadt fahren. Und sich da zu verschließen, das wäre töricht. Das dürfen wir nicht. Ich glaube, er hat ja gesagt, ne? Ja. Was ist denn dann die nächste große Herausforderung, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Plug-in-Hybride kriegen wir hin, E kriegen wir hin. Was kommt als nächstes? Was können wir uns in der Zukunft vorstellen? Ja, ich glaube, wir haben es doch heute auch gehört und bei vielen anderen, das Thema Vernetzung. An den Antriebsversionen, die wir so haben, ich denke, da sind wir relativ breit aufgestellt. Wir werden auch Erdgas und andere Themen im Auge behalten, wie sich das entwickeln wird. Aber das Thema Vernetzung und Connectivity, das wird ein Themengebiet sein, wo wir unsere Chancen suchen müssen. Und stellen Sie sich vor, wenn wir die Ladenotwendigkeit, wenn man die Batterie laden muss, mit der Pausenzeit des Fahrers kombinieren kann, wo der ohnehin Pause machen kann und ihm dann auch die Ladesäule noch reserviert und ihm auch die Abrechnung und das Bezahlen erleichtert, weil es eben vernetzt ist und wir haben unsere Partner mit an Bord. Okay. Das sind Anwendungsgebiete, sage ich mal, da müssen wir auch helfen, quasi den Fahrern und den Flottenbetreibern ein Stück weit entgegenzukommen. Vor euch da draußen, als er eben Vernetzung sagte, dachte ich natürlich gleich, wir haben ein Smartphone. Aber Vernetzung im Commercial-Bereich ist dann schon wieder was anderes. Ne? Wir reden hier über Flotten, wo ist mein Fahrer, wo ist mein Fahrzeug, in welchem Zustand ist es. Ist es, genau. Wie heißt nochmal die Lösung, die ihr auch jetzt vorgestellt habt? Connected Van. Connected Van, ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken für euch, bin ich mir ganz sicher. Da drüben an der Wand. Ja, dann machen wir nochmal einen ordentlichen Termin, wo ich ein bisschen Zeit habe, das auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich erstmal, gerne, Harald. Noch einen schönen Harald Tag gesagt. Hier auf der Messe. Und ich gucke mir das Auto jetzt nochmal von innen an. Wenn noch Fragen sind, ich komme zurück. Steht er zur Verfügung. Alles klar, komm mit. Tschüss. Ja, dann wollen wir uns das mal hier ansehen. Und mein erster prüfender Blick, gute Nachricht ist, er ist genauso schick wie der normale Crafter. Schlechte Nachricht ist, ich kann hier nichts groß zeigen, was ich nicht schon gezeigt hätte. Also der sieht wirklich aus wie der normale Crafter, mal abgesehen von dem Blau, was bei Volkswagen ja durchaus für Elektromobilität steht. Also hier auch Schalthebel blau gesteppt, Lenkrad blau gesteppt und die Sitze halt in Blau. Aber jetzt kann ich mal gucken, interessiert mich ja doch mal, das ist ja hier ein Dreisitzer vorne, ne? Ja, tatsächlich. Also wenn ich hier sitze, wenn ich mal klassisch Ausfahrt-TV wieder spiele, meine Oberschenkelflächen sind wirklich auf meinem Sitz geblieben und nicht auf dem zweiten Beifahrersitz. Man kann hier also wirklich bequem mit drei Leuten sitzen. So viel darf ich schon mal spoilern zur Fahrveranstaltung. Manchmal verstehe ich die Hersteller nicht. Jetzt mal im Ernst, der goldene Bulli. Das ist weiß und ich bin nicht farbenblind. Das ist ein weißer Bulli. Aber Spaß beiseite, es geht hier um ein schönes Projekt, was ich natürlich auch gerne mittrage und unterstütze. Volkswagen Nutzfahrzeuge honoriert das soziale Engagement von Handwerkern. Also, wenn ihr in der Handwerksrolle eingetragen seid und euch sozial engagiert, und es ist vollkommen egal, auf welche Art und Weise, dann www.dergoldenebulli.de aufrufen, eintragen, mitmachen, bewerben und dann könnt ihr den weißen Bulli für euch gewinnen. So sieht's aus.
Ja, hallo. Ich habe gleich zwei Moderationen vorbereitet für diesen aufwendigen Take. Die erste ist, meine Mutter hat mich immer ihr größter Schatz genannt. Und hier war ich jetzt wirklich gut untergebracht. Die zweite ist, Ike, wir hatten von 2 Minuten geredet und nicht einer Dreiviertelstunde. Was ich spannend finde, ist, das ist ein Transporter. Also Aufbauhersteller wäre hier das Thema. Und normalerweise kennen wir das ja immer nur als der kleine Bulli, aber hier als gepanzertes Fahrzeug durchaus spannend, auch wenn ich so ein bisschen klaustrophobische Anfälle hatte. Ihr wolltet ja, dass ich ein bisschen ernsthafter die ganze Sache angehe. Für ernsthaft bin ich aber nicht zuständig. Dafür habe ich mir wieder einen Experten gesucht, den Marcel. Marcel ist bei Hartmann Spezial. Karosserien. Genau. Und ihr habt das Auto gebaut. Kannst du mir ein paar Fakten geben? Das ist richtig. Es ist ein Spezialaufbau auf der Basis eines VW T6. Und hier haben wir einen Kofferaufbau verbaut, der für den Einsatz eines Geld- und Werttransports geeignet ist. Das Fahrzeug ist ganz grob vielleicht so zu definieren, dass der vordere Bereich des Fahrzeuges gepanzert ist und so eine Widerstandsfähigkeit auch gegenüber eines Beschusses ermöglicht. Und der komplette Werteraum ebenfalls einbruchhemmend verkleidet ist, sodass die Güter oder beziehungsweise das Geld oder die Werte, die transportiert werden, sicher transportiert werden können. Wie schwer ist der jetzt? Kannst du das sagen? Der Wagen wiegt in dieser Form 3,5 Tonnen. Oh, könnte ich ja sogar fahren. Ja, prima. Und Preise, gibt ihr die raus oder ist das immer Verhandlungssache oder individuell alles? Oder? Da wir die Fahrzeuge individuell für den Kunden zusammenstellen, variiert auch dementsprechend der Preis und das ist dann natürlich in der direkten Kundenabsprache zu treffen. Und baut ihr nur VWs um oder auch andere Nutzfahrzeuge? Wir arbeiten mit jeglichen Fahrzeugherstellern zusammen und individualisieren gemäß der Kundenwünsche diese Fahrzeuge bzw. die Fahrzeugaufbauten. Okay, ich bedanke mich bei dir. Jetzt haben wir Fachwissen hier. Ja, jetzt wieder mein Stand weiter. Bei MAN sind wir. Der Mike steht neben mir und ich habe gebeten, ich möchte nicht wieder hoch einsteigen. Aber wir können uns mal um das Thema Effizienz kümmern. Das ist natürlich im LKW-Bereich auch ein ganz großes Thema. Mike, was ist denn jetzt hier an dem Truck so besonders? Also was hier besonders ist, erst einmal die 6,35%. Ja, die 6,35% einfach mal für euch. Das bezieht sich auf die Kraftstoffreduzierung des Fahrzeugs. Wir haben hier Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel Aeropaket, also was die Luftwiderstand nochmal reduziert. Wir haben hier innermotorische Maßnahmen generiert. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ja. Aeropaket, du hast es mir eben, er hat es mir eben gezeigt. Aber erklärst du einmal für die Leute da draußen, die sind ja die meisten genauso unbeleckt wie ich, was LKWs angeht. Wo ist denn hier der Spoiler? Okay. Wo hast du denn verbaut? Alles klar. Also Aeropaket heißt jetzt bei uns, bei der MAN, das sind die sogenannten Sideflaps. Ich gehe mal einfach mal vor, oder? Ja, ist, glaube ich, ganz gut, du kannst dich frei bewegen, sicher. Das sind die sogenannten Sideflaps, die hier aerodynamisch wirken. Wir haben oben dann einen riesen Dachspoiler auf dem Fahrzeug drauf, der dann praktisch auch nochmal den Wind abweist, praktisch aerodynamisch arbeitet. Wir haben hier dann Maßnahmen ergriffen, an der Windschutzscheibe sieht man das, dass man gewisse Bauteile, die ein Serienfahrzeug hat, einfach weglässt, um einfach den Widerstand nochmal zu reduzieren. Okay. Als Vergleich zum Beispiel sieht ihr die Windschutzscheibe, die ist ja glatt übers Dach nach oben aufgebaut. Wenn du jetzt da drauf staust, auf den gelben oder auf den orangenen Performance Consumption, da sieht man es genauso. Oder beim Feuerwehrauto, da sieht man zum Beispiel diese Sonnenblende, die fällt da dann weg. Oder dieses bekannte Horn, diese Hupe vom LKW, die haben wir nicht. Das sind Maßnahmen, zusammen mit anderen Maßnahmen, die ich euch aber noch kurz erklären werde, haben wir praktisch ein Paket letztendlich unterm Strich in der dritten Generation entwickelt, wo letztendlich für den Fahrer bzw. für den Unternehmer Geld einspart. Es geht einfach um TCO, heißt es bei uns, ein neudeutsches Wort, Total Cost of Ownership. Genau. Das ist eigentlich das Ziel mit diesem Fahrzeugkonzept, eben hier Kosten zu reduzieren und letztendlich das Fahrzeug effizient zu machen. Okay, ich habe dich aber eben unterbrochen, komm mal mit, jetzt nehme ich dich mal mit. Ihr habt hier lustig Zahlen aufgebaut, ja. Ich glaube, das ist die Finanzierungsrate hier, oder wie sieht das aus? Wenn das die Finanzierungsrate wäre, glaube ich, dann hätten wir hier Probleme, Fahrzeuge zu verkaufen. Nee, wo kommen die 6,35% her? Ich werde es euch ganz einfach erklären. Wir haben ja hier in Efficient Line 3 bedeutet einfach oder besteht einfach für die dritte Generation. Wenn es eine dritte Generation gibt, muss es auch eine zweite geben. Mhm. Wir haben in Efficient Line 2, wir haben einen Vergleichstest gemacht zwischen Efficient Line 2 und Efficient Line 3. Der Vergleichstest ist gegangen über 4106 Kilometer in 6 verschiedenen unterschiedlichen europäischen Ländern. Das heißt, wir haben zwischen dem einen Fahrzeug, also aktuelles Efficient Line 2 und unserem neuen Efficient Line 3, 6,35%
weniger Kraftstoffverbrauch herausgefahren. Mhm. Mhm. Und was ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist, also die 6,35 ist nicht einfach ein Wert, den wir als MAN hier festgelegt haben, sondern wir haben einen TÜV dabei gehabt. Oft braucht man ja letztendlich irgendwie einen Nachweis, weil erzählen kann ja heutzutage jeder ganz was. Ganz genau. Und da hat eben der TÜV bei uns ganz genau drauf geschaut, beim Nachtanken an der Tankstelle, ob das auch genau die Menge ist, die da reinkommt, uns praktisch auf die Finger guckt und letztendlich kontrolliert, aber unterm Strich auch dann am Ende des Tages auch zertifiziert. Das heißt, die 6,35% sind zertifiziert und da sind wir recht gut, recht stolz an der ganzen Geschichte, dass wir eben so eine Prozentzahl rausgefahren haben. Für euch da draußen, ich muss ja auch immer umdenken, ne? 6,35% dachte ich jetzt, zweimal nicht Gas gegeben, schon hast du ja eingespart. Aber wir sind ja hier im Nutzfahrzeugesegment und der Laster fährt ja nicht mal eben 20 Kilometer, um seinen Job zu machen, sondern was fahren die 2000 Kilometer dann? Ne? Ja, also in der Regel, ja klar, also ich meine, kommt immer darauf an, welche Fahrten der hat. Es gibt ja die kurzen Fahrten, es gibt aber für einen Longhaul-Einsatz, sagen wir, also für einen Fernverkehrseinsatz, da kommt der schon an die Tag. 600 Kilometer, 600, 700 und Kilometer. Und dann sind 6% natürlich auf eine Flotte dann wieder umgerechnet. Genau. Ist es kann richtig man so rechnen, ja, zum Dieselpreis. Ja. Gut, jetzt habt ihr hier Motoren rumstehen. Welcher gehört denn da rein? Welcher ist das denn? Das ist unser D2676 LF hier, wo jetzt der Kollege von euch wahrscheinlich vorne dran steht, der das Fahrzeug, der Fischenlein 3 eben das Fahrzeug inne hat. Musst du denn, ach, Ike, hier. Leute, das ist der Motor. Das ist hier nicht Maßstab 3:1, sondern das Ding ist da das wirklich ist, verbaut. Das ist da, ne? Drin, ja, genau. Für dich ist das Standard, langweilig. Das ist Standard, ne? Ja. Wir haben ja noch einen D38, ja. Wo ist er denn? Das ist der ganz große Motor. Der ist hier auf der Seite zu sehen. Das ist nochmal der mal mit richtig viel Leistung. Der geht bis 640 PS. Aber hier kannst du einen Stammtisch machen, ne? Da kannst du einen guten Stammtisch machen. Ich glaube, da passt da ganz gut viel Bier drauf. In Bayern stehen da natürlich Massen drauf, weil wir als MAN sind ja natürlich ein Münchner Unternehmen, ne? Ist ja klar. Und im Motor habt ihr aber auch noch einiges verändern können. Also es geht nicht nur Aerodynamik, sondern auch der Motor definitiv. Ist effizienter geworden. Definitiv. Also wie gesagt, wir haben ja das Grundpaket aus dem Efficient Line 2. Da sind solche Sachen drin, wie zum Beispiel ein GPS-gesteuerter Tempomat. Das heißt, er erkennt im Vorfeld schon, wie ist der Streckenverlauf, was hat er zu tun, richtigen Gang zu wählen, dementsprechend auch die Performance freizusetzen. Ja. Wir haben motorisch was gemacht. Das ist ja das Interessante bei der ganzen Geschichte, das muss ich schon sagen. 6,35 hört sich ja an, mehr, ja, Maßnahmen, Reduzierung, Kraftstoffverbrauch, dann geht man immer davon aus, ja, dann fehlt irgendwo der Fahrspaß. Im Gegenteil, ja, durch die Maßnahmen, die wir hier ergriffen haben, haben wir sogar mehr Fahrdynamik rausgeholt. Wir haben zum Beispiel Turboladergeometrie leicht verändert, so praktisch das Ansprechverhalten relativ rasch da ist. Ja. Wir haben auch hier, und das ist ja auch nochmal das Krasse an der ganzen Geschichte, ist bei einer Reduktion trotzdem 20 PS mehr wie zum Efficient Line 2. Wenn du jetzt da an die Tür hinschaust, TGX 18500. Die 500 stehen für die Leistung, also für die PS. Okay. Der Efficient Line 2 hat 480 PS gehabt. Das heißt, wir haben mehr Leistung, wir haben auch bei dem Motor mehr Drehmoment und wir sparen Sprit. Das heißt also im Endeffekt eine Win-Win-Situation für den Fahrer, der hat Spaß und der Spediteur spart sich Kohle. Okay, aber nochmal auf die Ausgangsfrage von dir zu kommen, was haben wir hier gemacht? Wir haben einen Zylinderkopf überarbeitet, die Ein- und Auslassventile. Ja, letztendlich optimieren den Verbrennungstakt und Akt, ja, sind effizienter. Wir haben ein bisschen was an kompakteren Kolben. Das heißt, du hast weniger Friction, Reibung mit dem Gehäuse, spart natürlich auch wieder Kraftstoff. Wir haben am Thermomanagement was gemacht. Das Thermomanagement, was heißt etwas, wir haben eigentlich viel gemacht. Thermomanagement gearbeitet und zwar wird es in Zukunft nur noch bedarfsgerecht geregelt. Für die Ölkühlung und für das Kühlsystem allgemein. Das sind so mal so die Hauptfeatures, die wir hier gemacht haben, um die Kraftstoffersparnis rauszuholen. Und die Kombination aus Motor, Efficient Line 2, ist unterm Strich Efficient Line 3, unsere dritte Generation und eben dann das Spritsparwunder unserer Fahrzeugflotte. Ich muss gestehen, Effizienz habe ich verstanden, aber was mich eben wirklich gepackt hat, ist, du hast mit vom Fahrspaß geredet. Wenn ich meine Autos review, dann habe ich in der Regel immer wieder SUVs dabei. Ja.
Ich weiß nicht, wie ich da drin Fahrspaß haben soll. Ich fahre die halt, und die sind auch schön und so, aber Fahrspaß. Und jetzt aber das Ganze zu transformieren auf einen LKW, dass die Jungs da auch Fahrspaß haben, da muss ich erstmal dran arbeiten. Und eigentlich müsste ich das auch mal wirklich live erleben, oder Alk? Ne? Ja, Alk sagt auch, ja, wir müssen unbedingt mal LKW fahren. Mike, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hast du super gemacht. Ich habe es zumindest verstanden. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal irgendwann wieder. Definitiv. Ich sage auch recht herzlichen Dank. Mir macht es immer wieder Spaß, Jungs aus der PKW-Szene so nochmal ein bisschen LKW-Gen einzuimpfen. Es ist brutal, macht sehr viel Spaß, ist komplett andere Welt wie die PKW-Geschichte. Aber das mit dem Ding, mit dem Ding, das kann man vielleicht rausschneiden, aber das mit dem Fahren. Wir haben hier eine Möglichkeit, Probefahrten zu machen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch beiden ein Fahrzeug oder einen LKW-Führerschein hat. Aber ansonsten kann man sicherlich das so arrangieren, dass ihr auch das selber erleben dürft als Beifahrer. Wir haben Profi 3-4, das ist unsere Profi-Jungs, was das Fahren betrifft. Die haben auch die Efficient Line Tour damals begleitet. Und da gibt es die Möglichkeit, hier bei uns am Stand eben sich zur Probefahrt anzumelden. Wir machen das jetzt nicht. Wir besuchen euch dann lieber mal. Aber für alle, die noch zur IAA-Nutzerzeige kommen wollen, ist das natürlich auch eine Einladung. Ne? Der ganzen Besucher. Ihr könnt dann hier auch entsprechend Fahrspaß erleben. In dem Sinne, danke nochmal. Danke auch. Macht es gut. Tschüss. Wir sind jetzt bei Daimler angekommen und ich freue mich besonders. Ich habe den Chef der Daimler-Busse neben mir stehen, Hartmut Schick. Und hinter uns steht quasi ein Raumschiff, für mich zumindest. Aber Hartmut, du wirst uns erklären, was es wirklich ist, was es damit auf sich hat und warum es so richtig klasse ist. Ja, das ist der erste Bus, der auf einer 20 Kilometer Strecke alleine gefahren ist. Der hat exakt die Spur gehalten, bis auf 20 Zentimeter. Der hat angehalten, selbstständig, wenn ein Fußgänger auf die Straße gelaufen ist. Der ist passgenau in Haltestellen reingefahren und der konnte sogar durch Tunnel fahren ohne GPS-Signal. Und der Fahrer war eigentlich immer dabei, musste immer bereit sein einzugreifen. Er musste aber kein einziges Mal eingreifen. Also wir sehen jetzt autonome Fahrzeuge im Nahverkehr. Ist das richtig? Richtig. Wir haben uns dazu ein BRT-System ausgesucht. Das ist ein System, wo eine Spur freigeräumt ist für den Bus. Mhm. Dort ist es natürlich weniger komplex wie in der Innenstadt, aber trotzdem hat er alles gekonnt. Und der Bus hat sogar mit Ampeln geredet und hat die Ampel gebeten, grün zu machen. Und dann ist er bei grün durchgefahren. Okay, nun braucht das Ding eigentlich gar keinen Fahrer, aber einen Fahrerplatz gibt es trotzdem. Ich würde mir den ganz gerne mal angucken. Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen was erklären? Ja, klar. Also wenn außen die Lichter zum Beispiel blau sind, dann fährt der Bus gerade autonom. Okay. Wenn der Fahrer dieses ausgeschalten hat, bekommt er eine andere Farbe. Ja, im Innenraum, da haben wir uns einfach mal in Parks umgeschaut. Wir haben Architekturen angeschaut und wenn Sie jetzt sehen, an der Decke haben Sie Strukturen wie Blätter. Oh ja. Die Haltestangen sind wie Bäume. Das ist ja schön. Wir haben den Bus auch so gestaltet, dass Sie eine Lounge haben im hinteren Bereich für Menschen, die länger im Bus sind. Menschen, die kürzer im Bus sind, kommen hier rein, gehen sofort wieder raus in der nächsten Haltestelle. Und vorne gibt es einen Bereich, wo der Passagier sich Informationen holen kann. Da gibt es große Anzeigen, wo er unterstützt wird. Und wie gesagt, der Fahrer sitzt weiterhin vorne, aber er muss halt, und das ist gesetzlich auch so vorgeschrieben, weiterhin den Bus als Gesamtsystem überwachen. Okay. Und ein Lenkrad hat der Fahrer dann auch noch, nehme ich mal an, ne? Der Fahrer hat ein Lenkrad, weil das ist gesetzlich notwendig. Er muss jederzeit eingreifen können und er muss auch jederzeit in der Lage sein, das System auszuschalten. Wie gesagt, auf unserer Strecke in Amsterdam vom Flughafen Schiphol nach Haarlem musste kein einziges Mal eingreifen und hat alles funktioniert. Und kommt ja immer die Frage, ne, wann sehen wir den auf der Straße? Wann ist sowas denkbar? Reden wir jetzt über 2020 oder müssen wir 2025 anpeilen? Also wir haben jetzt mal gezeigt, was wir technologisch für möglich halten. Jetzt müssen sich parallel Gesetze entwickeln, weil das nicht geregelt ist. Wir glauben aber, dass wir ab dem Jahr 2021 entweder das Gesamtsystem oder Teilsysteme realisieren können. Also finde ich total spannend.
Der Innenraum ist wunderschön, aber wenn ich an unsere Busse in Bielefeld denke, wo die Leute dann eingedrängt stehen, da würde ja hier wahrscheinlich der Verkehrsbetrieb sagen, so viel Platz haben wir nicht, aber die Idee ist wunderschön. Aber autonome Busse generell finde ich natürlich clever und da bin ich sehr gespannt. 2021 komme ich wieder zum Daimler und dann gucken wir mal, wie weit ihr seid. Dann fahren wir zusammen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Hartmut. Ja, ich bedanke mich auch. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ja, vielen Dank. Ihr werdet es kaum glauben, aber es ist durchaus ein Traum von mir, mal auf so einem Müllkutscher hier mitzufahren. Allerdings vorzugsweise Altpapier, da bin ich ganz ehrlich. Das zeigt aber auch, das, was wir euch bisher gezeigt haben, war eigentlich gar nichts. Ne? Also ein ganz klitzekleinen Ausschnitt gezeigt von dem, was hier alles passiert. Und von dem, was wir gesehen haben, konnten wir auch noch ein Stück mitnehmen. Und oft haben uns auch die Ansprechpartner gefehlt, weil ich gar nicht wusste, dass ich so viel Zeit hier haben werde, um für euch einen Beitrag zu machen. Trotzdem, hier hat es richtig gut gefallen. Für mich ist jetzt hier die Frage, was sagt ihr dazu? Schwere Nutzfahrzeuge? Könnten wir mal ein Auge drauf werfen? Oder sagt ihr lieber, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten? Also mir hat es, wie gesagt, echt Spaß gemacht. Gerade das Volvo-Ding zum Beispiel hat mich richtig geflasht mit dem ganzen Leder und das ganze große Ding da. Aber ich habe auch viele andere Sachen gesehen, wo ich persönlich sage, da hacke ich nochmal nach, weil irgendwie ist schon cool. Und da brauche ich aber wieder euch, ne? Leistmann, komm, ey, lass uns in Ruhe. Crafter kannst du machen, aber hier in der LKW, geh doch weg, du hast nicht mal einen Führerschein. Oder aber locker leichte Beiträge nehmen wir gerne. Oder aber, Alter, mach dich schlau. Da will ich mehr von sehen, aber ein bisschen mehr Substanz dahinter. Ne? Könnt ihr euch überlegen, alternativ, jetzt habe ich ja wie Ike dabei, Ike hasst das, wenn das Ding so plötzlich groß steht, aber hier, sollen wir sowas mal machen, ne? Mal mitfahren? Ike, wollen wir sowas mal machen hier? Ja, ne? Mal Dakar. Nein, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber ich brauche euch wieder. Ich brauche euer Feedback. Habt ihr bis zum Ende durchgehalten? Hat es euch Spaß gemacht? Was auch immer, bitte unten in die Kommentare. Wir brauchen den Dialog zu euch. Ich brauche euch. Dich. Ja, genau dich hier. Dich. Und wenn es euch einfach gefallen hat und ihr nichts sagen wollt, reicht mir auch der Daumen nach oben. Und wenn ihr es richtig schlecht fandet, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Ist auch okay. Ich meine, wir sind ja hier demokratisch, ne? Gut, ich gestehe, ich bin richtig platt. Wie sieht es bei dir aus, Alk? Auch platt. Ja, das ist nämlich hier diese Messehallenluft, das ist wie einkaufen gehen. Das macht einen echt total müde, aber Spaß gemacht hat es mir. Und ich bin auch begeistert, wie nett die Ansprechpartner hier sind. Gut, ich verabschiede mich jetzt einfach vor euch, wie immer. Ne? Bis dann, euer Jan.